Moin moin Mädels und herzlich willkommen zum nächsten Video aus der ACS-Zentrale. Hier sieht es immer noch aus wie Kraut und Rüben. Da und da. Hat sich noch nicht viel geändert. Ja, aber ich dachte mir jetzt mal so, es ist auch spät abends jetzt gerade. Was heißt spät abends? 10 Uhr, kurz nach 10. Und ich dachte mir, Mensch, ich probiere jetzt mal ein bisschen am Laser rum. Also ich wollte jetzt mal eine neue Laser-Software austesten. Und dafür hat Hannes mir das Ding nämlich vorbeigebracht. Weil bisher war es immer so, dass wir nur mit dem Laptop von Hannes lasern konnten. Und da musste das Betriebssystem auf Englisch installiert sein. Beziehungsweise, ja, ich glaube sogar installiert. Nicht nur umgestellt, sondern installiert. Das hatten wir, glaube ich, auch mal getestet. Und ich dachte mir, gut, ich nehme mir vielleicht mal die Zeit, wenn wir zwischendurch, wenn ich mal irgendwie Bock habe oder mal was anderes machen will, halt auch teste da mal aus und gucke mal, ob da vielleicht irgendwie eine andere Software möglich ist, die eventuell besser ist und nicht unbedingt auf Englisch nutzbar ist. Also zu nutzen ist, die man nicht auf Englisch nutzen muss oder so. Das ist ja so aufgebaut, dass man dann hier mit dem USB-Kabel dran kann. Hier kommt der Stromanschluss dran und dann kann man theoretisch loslasern. Ich habe da hinten noch irgendwo, haben wir noch ein altes Brett stehen hier, genau da. So eine alte Spanplatte, die muss ich gleich mal rauskramen und da drunter legen. Und dann habe ich jetzt eben schon so ein bisschen im Internet rumgeguckt und habe hier schon so eine andere Laser-Software gefunden, Laser GRBL. Version 3.8.7. Ich hoffe mal, dass das funktioniert mit dem Ding. Das wäre ja ganz cool. Ich meine, die ist zwar selber auf Englisch, oder? Nee, die ist auf Deutsch. Kann auch auf Englisch sein, ist mir egal. Hauptsache, ich muss mein Betriebssystem nicht auf Englisch umstellen. Ja, weil wie ihr wisst, ich bin nicht so der Englischfreak. Ich kann immer gut lesen und auch wenn irgendwer was redet, verstehe ich das auch, aber ich kann es selber nicht reden. My English is not really good. So, bis auf Fachbegriffe, die verstehe ich halt nicht. Ne? Naja, ist ja auch egal. Also, wir räumen jetzt hier erstmal ein bisschen frei. Machen hier mal ein bisschen Platz. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Licht hier außen an. Das haben wir jetzt ja nun hier. Und dann wird mal losgelasert, würde ich sagen. Übrigens, da hinten leuchten jetzt die anderen Leuchten, ne? Falls ihr es nicht gesehen habt. Da läuft übrigens noch ein Stream vom Pinselkrieg gerade nebenbei. Also ich räume jetzt erstmal hier ein bisschen auf. Hier will ich das auch noch umhängen hier alles. Der Basketballkorb soll da auch weg. Und wenn ich mir das hier angucke, ach du Scheiße. Ja, okay. So, das hier weg. Das kommt wieder ins gut sortierte Lager. Und da muss ich euch mal eben hier irgendwo hinlegen. So, geht das so? Ne, ist zu tief, ne? Ich lege euch mal eben hier. Alles nur mal eben zur Seite legen. Ich will ja nur mal eben den Laser testen. Das weg. Dahin. Habe ich denn das Mikro überhaupt angemacht? Ja. So, das hier kann auch weg. Brauche ich nicht. Brauchen wir erstmal Chedrom für die Strahler. Da rein. Mann. 22%, glaube ich. Und 3200 Kelvin, bin ich der Meinung. Da rein. Teil 2. 22. Jetzt muss ich hier bloß noch irgendwie dieses Brett rausziehen. Oh, Junge. Das fackelt ja dezent. Ihr seht, hier haben wir schon mal ein bisschen gelasert. Das ist ein bisschen krumm. Ist jetzt nicht unbedingt gut fürs Lasern, würde ich mal behaupten. Ne? Netzteil weg. Da. So. Ja. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Alles ein bisschen hier rüber. So, Mist, jetzt ist das für euch sogar ins rechte Licht gerückt hier. Strom haben wir hier. Strom ist dran. Ich glaube, jetzt musste man hier anmachen. Yeah. Er hat auch schon mal Probleme gemacht mit dem Lüfter da oben irgendwie. Das hat irgendwie mal gerattert und ganz merkwürdige Geräusche gemacht und so. Ich glaube, da müssen wir sowieso mal einen anderen Laser holen. Die gibt es ja zum Glück. Das ist übrigens ein Alex Maker Laser Gravurgerät Maschine. Ich glaube, da gibt es noch ein 7,5... Wie war das denn? 7,5 Watt Gerät irgendwie. Guck ich mal. Weil ich glaube, der macht es nicht mehr so lang hier. So. Bin mal gespannt, ob mein PC das Ding irgendwie erkennt. Oh, das könnte zu kurz werden. Eieiei. Ach du, guck mal genau. Hier könnt ihr das sehen, dass hier so ein bisschen Spiel drin ist. Mach scharf. Das muss natürlich erst weg, ne? So braucht man nicht anfangen zu lasern. Ich guck mal, ob ich das Spiel irgendwie wegkriege. So, ich habe euch jetzt mal hier auf das Stativ gesetzt. Au. Aua. So, und jetzt werde ich mal hier unten diese Rollen nachspannen. Ich glaube, Hannes hat zwar den Riemen gewechselt hier drauf, ja, deswegen sind die hier auch noch so lang,
Aber ich glaube, der hat die Rollen nicht richtig nachgespannt. Das muss ich jetzt erstmal machen. Da brauchen wir erstmal einen Imbusschlüssel für. Und jetzt müssen wir hier unten. Ja, gucke mal. Könnt ihr das sehen von da? Klar. Guck mal hier. Hier ist schon ein bisschen Spiel. Aber hier hinten ist ja richtig Spiel. Ja, das darf natürlich nicht sein, ne? Aber das kann man ja hier unten einstellen. Die sind lose. Ich glaube das nicht. Die Schrauben hier waren lose. Jawohl. Brauche eine Zange. So, und jetzt festknallen. Ja, das gleiche jetzt hier nochmal. Die war auch lose. Oh. Wie ärgerlich. Ah. Viel besser. Das machen wir sicherheitshalber da drüben auch nochmal, ne? Hannes, warum machst du die lose? Wie sieht's hier aus? Da wackelt's auch. Eckhart, die Russen sind da. Hallo. Kein Spiel mehr. Da wackelt nichts mehr. Das ist geil. Riemen spannen jetzt, weißt du? Das wird jetzt da befestigt. Ziehe ich das nach hinten jetzt und ziehe den Riemen hier ordentlich raus. Ordentlich am Riemen ziehen in die andere Richtung. Wie mache ich denn das am blödesten so? Oh, das ist aber ein doofes System. Also, ich glaube, das ist gut. Wollen wir es mal dran klemmen? Aber ich brauche noch ein USB-Verlängerungskabel. Brauche ich noch. Wo hole ich denn das jetzt her? Ich habe hier 1000 Stück gehabt, ne? Die sind alle in Gebrauch. Ui. Oder reicht das vielleicht? Was steckt denn hier mal drin? Oh, das ist ja schon so eins. Das ist ja viel länger. Haha. Perfekt. Es hat Ding, Ding, Ding gemacht. Soll ich schon mal anmachen? Also das Ding ist, solange hier oben der Knopf gedrückt ist und man den Laser sieht, kann nicht viel passieren. Dann gucken wir jetzt mal. Hat er den jetzt erkannt? Nö. Ne, ich gucke mal, ich gucke jetzt mal ein bisschen in dem Programm rum und vielleicht kriege ich da ja was auf die Reihe jetzt, ne? Das wäre ja mal ganz geil. Leute, ey, guck mal. Guck mal da, ich habe jetzt schon mal ein Bild reingeladen. Ich musste erstmal natürlich einen Treiber installieren, aber bei der Software, wenn ich hier auf Werkzeuge gehe, Installation des CH340 Treibers. Ich habe vorher mit Windows automatisch nach dem Treiber gesucht, hat er auch was gefunden, installiert. Und dann stand da schon, dass an COM4 angeschlossen alles funktioniert. Das Gerät soll funktionieren. So, und dann habe ich sicherheitshalber hier über diese Software auch nochmal den Treiber installiert. Der hieß aber tatsächlich genauso. Und dann habe ich COM4 ausgewählt, habe Verbinden ausgewählt und dann war die Scheiße verbunden. Dann hat es düdim gemacht und ja, jetzt hast du hier die Software. Und hier ist das Bild und jetzt kannst du hier links, rechts drücken. Und wenn ich links, rechts drücke, warte mal, das muss ich jetzt mit links. Pass auf. Oder hier normal. Das geht alles. Das geht alles. Geil. Geil, geil, geil. Das kann ich machen zum Beispiel, wenn ich hier auf Frame drücke, da unten. Dann kann ich hier sehen, wie groß die Fläche ist, wie das jetzt, wie es dann jetzt lasern würde, ne? Das macht er aber langsam. Boah, bist du lahmarschig. Also das wäre jetzt einmal außenrum gewesen. Soll ich das vielleicht, soll ich das einfach mal auf das Dings lasern, auf das Holzbrett da? Ja, das Problem ist nämlich, normalerweise gibt es da so eine grüne Schutzbrille dazu. Die hat Hannes aber vergessen, mir mitzubringen. Was mache ich denn jetzt? Weil ich muss eigentlich jetzt auch so ein Stück weißem Papier den Laser fokussieren, weißt du? Hier unten muss ich dran drehen, um den Laser, den blauen Laserpunkt zu fokussieren. Und ich sehe jetzt schon, es wird schwächer. Natürlich echt nicht gut für meine Augen jetzt, wenn ich da so direkt reingucke. Ne? Ich lasse es mal so. Das sieht relativ scharf aus. So, soll ich einfach mal loslasern? Ich habe ein bisschen Angst. Ich warte mal, ich mache auf jeden Fall, ich stelle das Stativ wieder hin mit der GoPro dran. Dann könnt ihr da ein bisschen zugucken, mit einer Timelapse vielleicht oder so. Wir testen das mal.
Oh, Leute, was soll ich sagen? Ihr seht, ich habe eine dicke Jacke an. Ich habe vergessen, dass das ja, ich meine, ist cool, funktioniert. Yay, guck mal da, aber ich muss ja auch lüften dabei. Hier ist einfach Frost, Schnee. Oh, es ist eiskalt. Ich habe mir jetzt erstmal meine dicke Winterjacke angezogen. Ich habe halt voll vergessen, dass sie ja gelüftet werden muss dabei. Sowas Dummes. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt 12, ne? Kurz nach 11:30. Und ihr habt es gesehen in der Timelapse. Ich hoffe zumindest, die Timelapse hat funktioniert. Ich konnte alles vernünftig aufnehmen. Ja, es funktioniert. Coole Sache. Hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich meine, man erkennt's. Ich mach mal eben den Laser aus, Moment. So, damit ihr mich auch vernünftig versteht, ne? Man sieht's natürlich, es ist jetzt nicht so detailgetreu. Aber ich habe mir auch null an den Einstellungen verändert, ne? Und wir haben jetzt hier Holz gelasert. Und Holz brauchst du ja nicht mit so einer starken Laserkraft. Und ich glaube, der hat jetzt auch volle Pulle gelasert, ne? Ich glaube, wir haben zum Beispiel die meisten Holzsachen bisher mit dem alten Programm, glaube ich, nur auf 3% oder so gelasert oder auf maximal 10% oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Wie gesagt, Hannes hat sich da vorher meistens mit beschäftigt. Und auf jeden Fall braucht das nicht viel Laserkraft. Ja, ich finde, dafür ist das Ergebnis ganz gut. Ist natürlich klar, dass die Ränder dann so ausbrennen. Ich will jetzt tatsächlich aber trotzdem noch mal wissen, ob ich es nicht irgendwie gebacken kriege, irgendein Blech zu lasern oder so. Und dann mache ich mal eine etwas schnellere Geschwindigkeit und gucke mal, ob da irgendwie noch was rauszuholen ist, was irgendwie die Geschwindigkeit oder so angeht. Weil das hat mir jetzt eindeutig zu lang gedauert. Das ging jetzt ungefähr eine Stunde. Was steht da jetzt? Ja, nicht ganz eine Stunde, 45 Minuten. Und zwischendurch stand geschätzte Zeit eine Stunde, 10 Minuten oder sowas. Und ganz am Anfang stand geschätzte Zeit 15 Minuten. Okay, das passt auf jeden Fall gar nicht. Angeblich soll man mit dem 2,5 Watt Laser, den wir jetzt hier haben, sogar so kleine, dünne Sperrholzplatten durchlasern können. Sodass man sich Schablonen lasern kann zum Beispiel oder so. Oder so eine so eine Pappe, so eine Malpappe oder sowas, kannst du dann wohl angeblich auch lasern. Also ich probiere noch ein bisschen rum. Ich denke mal, irgendwelche Ergebnisse oder sowas könnt ihr bestimmt irgendwie auf Instagram mal sehen. Da posten euch ja öfter mal irgendwie so einen Scheiß. Und auch sowas wie das Lasern jetzt hier würde ich da auch in der Story zum Beispiel mal posten und so, ne? Ja, also wenn ihr irgendwie auf dem ganz aktuellen Stand sein wollt, dann könnt ihr uns gerne bei Instagram auch nochmal folgen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat hier heute. Diese kleine Laser-Exkursion. Ansonsten, ne, ihr wisst, das Übliche, Daumen hoch, abonnieren, weitersagen und ja, ansonsten noch schöne Woche, ne? Macht's gut, ciao!